Hi Dosch! Hallo! Hosch geht es bei Kfz, ist schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um den Mercedes, was abwechslungsreiches. Was Neues? Seit 20 Videos machen wir das schon, glaube ich, ne? Echt jetzt? Aber heute ist aber echt was Abwechslungsreiches, weil ich werde ein bisschen Karosseriearbeit machen. Das Ding ist da. Huck. Oh, was ist das? Im letzten Video haben wir das ja angesprochen, dass wir das Ganze hier ziehen müssen. Der hat hier einen Unfall gehabt. Serkan hat das ja super gezogen, hat super gerade gemacht, alles schön und gut. Die Stelle hat er nicht gemacht. Wollte er noch machen, aber Serkan ist im Urlaub, weil ich es nicht kann. Darum habe ich auch Bock drauf. Wie geht das? Ja, ich habe was bestellt. Die arme Frau, die tut mir leid, die hat dieses Paket getragen. Das Ding wiegt locker 20, 25, wenn nicht sogar 30 Kilo. Ich merke es ja nicht so. Ja, du, für dich ist das ja nichts, oder? Könnte auch 30 sein, könnte auch 40 sein, keine Ahnung. Ey, wie geil ist das? Boah, das ist ja voll die schöne Farbe. Uah. In oh Ohren. Mein Gott. Oh. Was haben wir da bestellt? Okay. Sehr interessant. Hoch Gramm machen und das Ganze von hier. Jetzt lass uns doch erstmal mal hier Freunde werden hier. Aha. Okay. Mhm. Das war jetzt wie Gang einbringen, hast du es gemerkt? Ja. Okay, das war's aber auch. Ist ja so. Ah, jetzt verstehe ich. Gut. Wir probieren jetzt was aus. Ach, die passt auch nicht, ey. Ach, die passt. Nee, passt nicht. So braucht man so viel. Das ist ja, das kannst du ja einmal rumschmeißen, dann kannst du ja den Motor hochheben. Vielleicht mache ich das sogar auch. Ein paar Ketten schaden ja nicht, oder? Ha? Ein paar Ketten schaden ja nicht. Das Ding ist ja ein Koloss. Wir brauchen auf jeden Fall was anderes. Wir brauchen was Größeres, wo wir so draufhalten können, weißt du? So, ich such mal was. Gleich. Guck, das kommt nicht höher, du musst das höher ziehen. Das ist jetzt sehr gefährlich, was ich mache. Warum? Bitte Leute nicht nachmachen. Wie, warum? Das hör jetzt auf, ich sitze hier wieder voll im Dings hier. Was ist jetzt gefährlich? Ja, natürlich, hier eine Kette, da eine Kette. Ich weiß nicht, ob das hier hält. Ne, das könnte ja wegspringen. Wohin? Wenn ich es wüsste, würde ich nicht dort. Ja, damit ich weiß, dass ich genug Abstand habe. Ja, das ist so geil. Wenn ihr jetzt Eidosch mal sehen würdet hinter der Kamera, so. Ja, aber so kommt das direkt in meine Fresse hier, oder? Wenn man etwas abgeht. Schau doch mal nicht. Ich sehe es. Ey, die Kette geht auf. Ja. Gott.
Dingen ist schon ein bisschen gekommen, ne? Guck mal. Auf jeden Fall. Aber reicht noch nicht. Ich habe aber, das Ding ist ja zu klein. Sieht aber schon mal gut aus, ja? Nee, das haben wir jetzt. Jetzt aber was Größeres gut. Weil wir haben ja auch nichts, wo wir den Wagen von vorne halten können. Das heißt, der rutscht auch ein bisschen nach hinten. Aber das ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie die komplette Karosserie da irgendwie ziehen müssen. Also müsste das schon irgendwie... So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es hiermit besser geht. Ah, yes. Ja, das lässt sich doch jetzt nicht. Da ist jemand wieder glücklich. Wir sind jetzt mittlerweile Freunde geworden, ne? Wir verstehen uns jetzt. Das ist doch gut. Das Ganze jetzt auch schön kommt. Gleich ein Herzinfarkt. Also guck mal, wie weit der nach vorne rausgekommen ist. Der ist schon sehr weit rausgekommen. Der vorher war er ja komplett. Der war richtig eingedrückt. Ja. Ich finde auch, der ist gut rausgekommen. Also. Ja, ich bin jetzt lieber nicht da. Was war das denn? Splitter! Oh. Wow, das ist, der ist tief reingegangen. Oh mein Gott. Ja. Ich denke, das wird reichen. Ja, ich weiß, dass es mir wieder Feuer war. Ich habe es wohl vergessen. Aber guck mal, wenn man die rechte Seite anschaut, die Wölbung, die rausschaut, ich glaube, du hast jetzt sogar vielleicht viel zu viel rausgezogen. Wer weiß. Ja, das werden wir aber jetzt gleich sehen, wenn wir die Stoßstange drauf machen. Weil die Schrauben müssen hier rein. Ja. Ich bin mal gespannt, weil die Schraube davor hat man ja gar nicht gesehen. Wow!
Ey, wie die Schraube da reingeht. Yay! Werkzeug. Ich hab das gebracht. Ja, und guck mal. Okay. Wow. Bist du zufrieden? Ja. Hier passt es. Da passt es auch. Mhm. Geil. Das ist gut geworden. Glaube ich, also im Video sieht man das ja auch jetzt. Natürlich, ne? Sieht man das. Ich weiß ja, wie es vorher aussah. Das Ding war komplett eingedrückt. Ja. Der ist jetzt richtig rausgekommen. Ja. Obwohl das Auto immer wieder nach hinten gegangen ist. Ja, aber. Hätten wir den Wagen noch mal ein bisschen fixiert, der will jetzt. Also viel schneller. Viel, viel schneller. Alles ist gut geworden. Ja. Ja, die Stoßstange passt. Hey, wir haben sogar die Beule hier ein bisschen rausgeholt. Das Licht passt jetzt auch immer noch. Ja, das Licht passt auch. Also ich habe ja hier nichts gemacht. Ist klar, dass das hier ein bisschen noch, aber das war mir jetzt wichtig, dass wir das jetzt ein bisschen rausgeholt haben und dass wir die Form noch beibehalten haben. Mhm. Hier. Stoßstange passt. Was wir machen müssen, sind jetzt noch die Löcher dafür bohren. Und das war's. Puff aus. Ja, mit dem Auspuff müssen wir einstellen, ist klar. Aber das wird mich jetzt interessieren. Hier der Abstand passt überhaupt nicht. Da passt es nicht. Hier der Abstand ist zu viel, hier zu wenig. Kann man das auch korrigieren wahrscheinlich, oder? Jetzt pufft die Stoßstange noch ein bisschen hoch, kann das sein? Ach, guck mal, Eidosch. Ja, hier sitzt ja auch noch nicht alles perfekt. Ich würde jetzt ja gar nicht von irgendwelchen Abständen ausgehen. Ja, ich hab's doch schon eingestellt. Achte doch. Ne? Also den müssen wir noch einstellen. Perfekt. Ja, das ist jetzt krass, ne? Ich habe jetzt so viel Geld für so einen Kettenzug bestellt. Und wir haben das jetzt noch einmal genutzt und irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden den nie wieder nutzen. Aber ich werde einmal damit Motor hochheben. Weiter! Bisschen rechts! Okay! Was war das denn? Weiter, weiter! Sieht gut aus! Zwei Schrauben hier rein. Ist hier nicht mehr Abstand? Hä? Hier ist doch mehr Abstand als hier, oder? Nee, das kannst du einstellen, Alter. Hier habe ich hier gar nicht hochgedrückt. Der Auspuff an meinem, sieht das schon geil aus. Also ich feiere das. Ich sag mal so 5 cm hier rüber, schön gerade und genau so viel. Der darf nicht rausschauen. Also von hier darf man den nicht sehen. Das ist für mich perfekt. Das ist geil. Aber ich finde die, ich finde hinten die Stoßstange ist sehr schön. Warte mal, wie wir das hier eingestellt haben. Schraube reingejagt, weil er hat ja noch keine. Wow, also ehrlich, das ist geil geworden. Ja, okay, so. Also ey. So nah brauchst du ja auch nicht aufnehmen. Das sieht aber gut aus. Ja, nimmt das so nah auf, da sieht man ja alles.
Gefällt mir doch. Musst du da auch jetzt Löcher machen und so hier? Nee, nee, hier war ja schon. Hatte, wieso hatte der auf der anderen Seite keine Löcher? Ja, weil das Blech ja neu gekommen ist. Ach so, stimmt ja, hast du recht, genau. Okay. Dass wir jetzt schleifen können, Auslaufanlage, Cut, machen wir jetzt die Tage rein. Am Anfang hat mich der Vor-Facelift AMG-Paket war für mich gar nicht so schön. Dann lieber doch Facelift AMG-Paket. Aber jetzt mittlerweile sieht geil aus. AMG-Paket. Ja, hier ist unsere Absauganlage. Da kommt noch mal so ein Schlauch dran. Und dann können wir das so absaugen schön. Und dann schleifen wir hier die Tage. Voll viel schleifen. Und dann wird nochmal gefüllert, dann nochmal schleifen, dann nochmal füllern und so weiter. Boah, ich freue mich schon. Adolf, du auch? Kannst mir helfen. Ja, wenn ich eine Maske kriege? Ja, kriegst du schon. Aber wir haben Absauganlage. Ach so, warte mal, wenn das abgesaugt wird, dann ist es ja okay. Alles klar. Du bist nicht mehr dreckig. Kannst mit deiner normalen Kleidung kommen. Hm. Okay. Dankeschön, Adolf. Und auch kein Feuer, oder? Beim nächsten Mal. Ich habe doch kein Papier mehr. Das ist das Problem. Hast du kein Papier mehr? Komm, Adolf, Dankeschön. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleib gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.